Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu City Car Driving. Heute mit dem Porsche 718 Spider. Ein wunderschönes Auto optisch, soundtechnisch leider nicht, denn wir besitzen Soundaussetzer. Das ist ganz traurig, weil dieser Mod ist echt optisch ein Hingucker. So, wir machen die Lampen an. Hier sehen wir nochmal Fernlicht, Blinker. Also optisch richtig gut gemacht. Innen, Leute. Ein Traum. Guckt es euch an. Hammer, oder? Das sieht so gut aus. Und dann hat die Karre Soundaussetzer. Warum? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ich kann es eigentlich auch nicht dulden. Aber ich bin ihn gerade Probe gefahren, so gesehen. Als ob der elektrisch fährt. Na, vielleicht hat er auch einen Elektromotor. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Jetzt gleich kommt der Motorsound dazu. Ab 3000 Umdrehungen wird er vor allem laut. Es stört mich extrem, dieser Soundbug. Das ist wirklich arg nervig. Aber was soll ich machen, Leute? Dieses Auto ist zu nice. Es ist zu geil. Guckt euch das mal an. Okay. Das war nicht zu nice. Aber wir haben eine Rückfahrkamera. Das ist nice. Ohne Spaß, diese brachiale Geschwindigkeit. Könnte neue Top-Zeit werden. Und diese brachial guten Bremsen kombiniert. Unfassbar. Ja. Danke. Nichts passiert. Also es ist wirklich ein ziemlich geiles Auto. Fahrtechnisch macht es total viel Spaß. Was halt nervig ist, ist dieser Soundbug. Der Sound existiert nur bei 3000 bis 5000 Umdrehungen. Danach ist er weg. Also er ist nicht weg, aber wisst ihr, wie ich das meine? Er ist nicht weg, sondern er ist noch da, aber er ist ganz leise. Und sag ja, ich bin mir nicht sicher, aber es ist kein Elektroauto. Wenn wir jetzt hier in einem Tesla Model X oder was auch immer sitzen würden, dann würde ich gar nichts sagen. Wisst ihr, aber das sind einfach Sachen, die nicht gehen. Egal, der Wagen macht trotzdem Spaß. Keine Frage. Na, was war das? Haben wir uns gerade... Wisst ihr was, Leute? Ich bin total verwirrt. Was soll das? Wir fahren jetzt auf die Landstraße, ja? Oh. Das mag er nicht. Leicht am Rand ankommen. Wow. Okay. Also, in der Geschwindigkeit zu lenken, ist eine Zumutung. Ich meine, es ist natürlich auch realistisch, dass Fahrzeuge bei diesen Geschwindigkeiten nicht mehr easygoing lenkbar sind. Ne? Also, nicht, dass ihr das meint. Aber
Wir hatten Mods, die sind deutlich besser gefahren als dieses Modell hier. Ich meine, er ist unfassbar schnell, also... Das steht außer Frage. Na, jetzt fährt er schon was besser. Könnte aber auch an den Witterungsverhältnissen natürlich liegen. Oh, und wie gesagt, einmal am Rand und die Sache ist erledigt, ne? Also... Oh, wir sind abgestürzt. Okay, bis gleich. Gut, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt geht, weil irgendwie spackt gerade das Aufnahmeprogramm. Aber egal. Wir sind wieder da mit unserem Porsche. Und ich würde jetzt mal sagen, wir probieren es jetzt nochmal aus. Ne? Also irgendwie müssen wir das ja hinbekommen, hier eine vernünftige Runde hinzubekommen. Aber bis jetzt hatten wir nur Probleme. Ne? Also er mochte keine Ränder. Deswegen fahre ich jetzt mal eine Testrundfahrt, um zu gucken, ob er irgendwelche Probleme aufweist. Die uns bei der Testfahrt natürlich behindern könnten. Unter anderem der viel zu lange Bremsweg. Aber das hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Gut, hier kommen wir ohne Probleme lang. Hier muss ich halt stark abbremsen, logischerweise. Okay, gut. Also, Testfahrt ist möglich. Mein Gott. Das sieht schon cool aus, das Bild. Die Leute im Vordergrund. Fast perfekt geparktes Fahrzeug. Fast. So, dann würde ich sagen, Leute, lassen wir es fetzen. 1, 2, 3. Wow. Krass, das hatten wir auch noch nicht. Also so krass der Arsch weggerutscht gerade. Das war schon sehr, sehr gefährlich und sehr kritisch. Wahnsinn. Ja, komm, 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 komm und Vollgas. Hau uns eine gute Zeit um die Ohren. Ja, also dafür, dass wir extreme Probleme haben wegen dem Bremsweg, der hier vielleicht auch wetterbedingt entstehen kann. Das fällt mir gerade auch ein. Okay, man hat Schnee ausgewählt, dann hat man Schnee. Obwohl, wir haben eigentlich keinen wirklichen Schnee mehr auf der Straße liegen. Soll ich es nochmal ohne Schnee probieren, Leute? Meint ihr, es könnte ein Faktor sein? Ich bin mir nicht sicher, aber... Komm, wir probieren's. Ich möchte wirklich niemanden benachteiligen. Also die Zeit war gerade 43,82. Die Zeit ist gut. Also die Zeit ist wirklich gut. Es gibt schnellere. Der Mercedes war schneller, der Mustang war schneller. Die waren aber auch beide ziemlich gut gebaut. Also als Mod für die Teststrecke. Das muss man auch immer in Relation sehen. Viele Fahrzeuge funktionieren hier gut, einige funktionieren hier nicht gut. Wir müssten natürlich theoretischerweise eine Strecke nehmen, die vielleicht von A nach B geht. So. 43,82 alte Zeit. Auf die Plätze, fertig, los. Weggerutscht ist er übrigens trotzdem, wie ihr gesehen habt. Ja, Bremse ist etwas besser, aber auch nur minimal.
dürfte jetzt nicht ausschlaggebend sein, was die Zeit angeht. Nein, also es hätte auch nichts geändert. Wir sind hier auch wieder bei 36 Sekunden angekommen. Schade. Also ich habe jetzt echt gedacht, so, das wäre doch cool, wenn da eine andere Zeit rauskommen würde. Aber leider Satz mit X war wohl nichts, ne? Gut, ich würde sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, dass wir eine neue Teststrecke aussuchen, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin bleibt beseitigt. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.